Detective Nick Burkhardt trägt ein mystisches Erbe in sich. Er ist ein Grimm. Ein Auserwählter im Kampf gegen das Übernatürliche. Und das bedeutet jede Menge Ärger. Grimm, der Comic, geht nahtlos in die Handlung der gleichnamigen Fernsehserie über. Kein Wunder, denn hinter der Geschichte stecken die TV-Autoren selbst. Die Welt steht vor einem Krieg. Die Geheimorganisation der Warane und die sieben Königsfamilien wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Sie haben es auf die legendären Münzen von Zakynthos abgesehen. Ein Relikt, welches dem Besitzer unermessliche Macht verleiht. Ein aberwitziger Wettlauf mit der Zeit beginnt und führt Nick und seine Freunde nach Wien, wo bereits bösartige Todesdoggen auf sie warten. Und dann ist da noch diese mysteriöse Maya. Ganz im Stil der Fernsehserie bietet Grimm eine wahre Achterbahnfahrt, wechselt rasant zwischen Grusel, Action und Humor. Da bleibt kaum Zeit zum Atemholen. Das erinnert oft an die Horrorcomics aus den 70er und 80er Jahren. Nicht zu viel Tiefgang, aber jede Menge Spaß garantiert. Eine erfrischend erzählte Gruselgeschichte und für Fans eine faszinierende Erweiterung des Grimm-Universums.